Hey ho, meine Lieben. Nach über eine Woche Krankenhausfraß braucht mein Schatz endlich wieder was Gescheites zum Essen. Und deswegen mache ich heute eine leckere Bacon-Bomb und dazu Bacon-Kartoffelstampf. Ja. Gehen wir rüber und fangen wir an mit der Füllung für die Bacon-Bomb. Hier hätten wir jetzt dann auch schon alles, was wir für die Füllung benötigen. Jede Menge Bacon. Ich mache gleich alles komplett. Was übrig bleibt nachher, kommt dann in den Kartoffelstampf mit rein. Dann Zwiebeln, bisschen Knoblauch und ein Solo-Knoblauch, Pilze und ja, für die Füllung Butterkäse, den habe ich mal gleich rausgelegt, bevor ich den wieder vergesse. Würzen tue ich das Ganze heute auch das Hackfleisch mit dem Rip-Rub vom Beef Buddy und zum Anbrutzeln an Butterschmalz. Ich werde das hier jetzt komplett schnibbeln und dann erst einmal in der Pfanne schön anbrutzeln. Ja, genau. Schön anbrutzeln. Bis nachher. So, Freunde, wenn der Bacon jetzt so, ich nenne es mal, halb knusprig ist, schmeißen wir unsere Zwiebeln und den Knoblauch gleich mit rein. Und ganz zum Schluss kommen dann die Pilze rein. Die habe ich etwas kleiner oder schneide ich gerade etwas kleiner, weil die ja dann ins Kartoffelpü auch noch mit reinkommen. So, ich könnte mir jetzt schon die Pfanne reinhocken. Jo, weiter brutzeln. Wenn die Zwiebelchen auch anfangen, schön glasig zu werden, ist für mich jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ich die Pilze dazu schmeiße, die Champignons. Und dann tun wir hier auch ein klein bisschen von dem Rip-Up-Gewürz drüber. Und gar nicht viel, das reicht schon. Der Rest kommt dann ins Fleisch, ins Hackfleisch. Ja, Leute, und so lassen wir das jetzt erst einmal soweit fertig schmurgeln. Ob jetzt fertig oder nicht, sage ich euch, wenn mir der Löffel schmeckt. So. Ein klitzeklein wenig noch. Und dann können wir das Ganze katzensicher abkühlen lassen. Das heißt, ich stelle es dann in den Nebenraum, in Speisenei zum Abkühlen. Und wir sehen uns dann kurz mal zwischendrin draußen am Grill und dann wieder hier herin. Ja, Freunde, heute wieder auf dem Monolith und während drin ja eben die Pfanne noch am Abkühlen ist wieder. Moment, habe ich eben den Mono schon mal angeheizt und gleich die Kartoffeln mit drauf geschmissen. Ja, weil die brauchen ja bekanntlich auch etwas. Gut, dann hätte ich aber gesagt, ich lasse das Ding jetzt erstmal ordentlich anfeuern, aufheizen und wir gehen dann so langsam wieder rein und machen die Bacon-Bomb. Weiter geht es. Halbes Kilo Hackfleisch. Mehr brauchen wir heute nicht. Das muss nicht so eine riesengroße Bacon-Bomb werden. Da tun wir jetzt noch etwas von unserem Rip-Up drüber. So, das sollte ausreichen. Ordentlich durchkneten. Das Gewürz ist sich schön verteilt da drin. Im Hack. Ja, der Käse liegt ja auch schon da. Die Füllung haben wir schon da und dann geht es gleich weiter. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Schritt, unser Bacon-Netz. Naja, was soll ich sagen? Ich nehme heute so ein fertig ausroll Bacon-Netz von Bacolan. So. Und da verteilen wir jetzt unsere Hackfleischmasse drauf. Schauen wir mal, wie weit wir kommen mit den 500 Gramm. Wir müssen ja nicht so dick machen. Also dieses Essen ist dieses Mal, glaube ich, extrem baconlastig.
sollte uns vollkommen ausreichen. Dann fangen wir schon mit unserem Butterkäse an hier. Und unsere Füllung. Am liebsten hätte ich ja hier jetzt noch Petersilie, Schnittlauch etc. pp. reingetan mit. Aber da habe ich jetzt leider nichts da. Außer ich würde ganz tief in der Gefriertruhe suchen und da habe ich jetzt auch keine Lust dazu. So, das reicht uns. Klappen wir gleich einmal das Eck hier rüber. So, dann kommt das Einrollen. Ja, da mal ein gescheites Backpapier haben sie hier für genommen. Tja, Freunde, 500 Gramm Hackfleisch und mindestens genauso viel Bacon. Gut, dann sehen wir uns draußen am Grill. Legen wir sie drauf und Kartoffeln müssten auch bald soweit sein. Aber das ist dann eine andere Geschichte. Die sehen wir zwischendurch noch. Oh, ich glaube, unsere Kartoffeln sind jetzt dann auch fast fertig. Also lang brauchen die mit Sicherheit nicht mehr. Eigentlich sind die schon fast fertig. Die nehme ich nachher gleich runter. Mal hier unsere Bacon Bomb drauf. So. Ich hole mal eine Schüssel und dann hole ich die Kartoffeln auch gleich mit rein. Oh Mann, Leute, vor lauter Mädelsgelaber hier im Hintergrund habe ich die Kämpftotal vergessen. Also ich habe jetzt die Kartoffeln hier mit dem Löffel einfach so ausgehöhlt und den Rest können wir weghauen. Gut, dann geht's mit der Masse weiter. Freunde, ich bin da jetzt relativ schmerzfrei. Einfach etwas Muskatnuss hinzufügen. Ein Schluck Milch. Und gib ihm. Und so viel Milch halt hinzufügen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Aber ich plane ja sowieso, das nachher einfach noch in die Pfanne mit reinzugeben, wenn wir den Bacon und die Zwiebeln nochmal aufwärmen. Also kann es etwas, ja, feuchter sein, hätte ich fast gesagt. So. Passt. Gut. Stelle ich jetzt auch auf die Seite. Und kurz bevor die Bacon Bomb fertig ist, machen wir damit weiter. Jo, dann würde ich mal sagen, machen wir mal einen Zwischenguck und schauen wir nach der Kerntemperatur. Jetzt muss ich natürlich extrem vorsichtig sein, weil ich keine Schale unten drin habe. Dass es mal wieder so eine Verpuffung gibt. So, ungefähr 72 bis 75 Grad wollen wir. Und natürlich einen knusprigen Bacon. Wir liegen bei, ich sehe es gar nicht vor lauter Rauch, 54. Also brauchen wir noch ein bisschen. Deckel zu, weiter grillen. Einen letzten Blick auf den Grill, auf die Bacon Bomb könnt ihr jetzt noch erhaschen. Weil jetzt tun wir sie glasen und dann nehme ich die Cam mit rein. Und dann machen wir unsere Kartoffel, Pampe hätte ich jetzt fast gesagt, unser Kartoffelstampf
soweit fertig. Also ich habe hier wieder die Barbecue-Sauce, rauchig süß. So. Einmal kurz geglazed. Und dann gehen wir rein und machen das Rennen weiter. Dann wärmen wir das jetzt nochmal auf und dann kommt noch das Kartoffelpü mit hinzu. Schatz hat übrigens schon gemeint, ich habe zu viel Muskatnuss mit rein. Ich denke, das ist gut, aber Schatz hat ja meistens immer recht. Naja, okay, schauen wir mal, wie es schmeckt, wenn es fertig ist. Jo, dann wären wir soweit, dass es ja leicht angewärmt ist. Dann können wir unser Kartoffelpü hinzufügen. Ich glaube, da hätte ich fast noch etwas mehr Milch hinzutun können. Aber jetzt haben wir ja gleich noch das Baconfett. Und ich wette, hinterher sagt mein Schatz, das Ganze war baconlastig. So Leute, bloß eben so schalten, dass es ein bisschen angewärmt wird wieder und gut ist, dann kommt in einem warmen Haltebottich und ich suche mir jetzt noch eine leckere Soße von Professor Taste aus. So Leute, fertig. Das fülle ich jetzt noch in den Warmhaltebottich rein. Und dann hole ich schon die Baconbombe rein. Und dann werden wir sie anschneiden. Ah, da liegt sie. Also, ein bisschen aufgeplatzt. Die Ränder hätte ich vielleicht anders umschlagen sollen. Wie immer, außen überlappen und dann so nach innen drücken. Dann wäre vielleicht etwas weniger rausgelaufen. Aber im Großen und Ganzen bin ich jetzt hiermit zufrieden. Wenn sie so schmeckt, wie sie aussieht und riecht, kann man bloß zufrieden sein. Und Schatzi, fühlst du dich schon in der Lage, die anzuschneiden? Ja, wunderbar. Dann folgt der Anschnitt von meinem Schatz. Ja, du kannst, du darfst, du musst. Ja, ja. Oh. Willst du mal oben drauf drücken? Drück mal auf den oben drauf, dass man sieht, wie der Käse rausquillt. Mmh. Gut, Leute. Also, ihr seht, sie sieht so wunderbar aus. Und wir sehen uns nachher dann zum Probieren. Ja, Leute, es ist soweit. Die Baconbomb, der Kartoffelstampf mit Bacon und die, wie heißt sie? Die Spicy Gonzales Fat Pussy. Ja, Fat Pussy. Vom Professor Taste dazu. Hm. Dann wollen wir mal anfangen zum Probieren. Kartoffelstampf finde ich schon mal sehr klasse. Jetzt noch die Baconbomb mit der Füllung. Und mit der Soße dazu. Noch besser, ich gehe jetzt essen. Puh Leute, jetzt habe ich noch klar Schiff hier gemacht und jetzt können wir unser Fazit sprechen. Also ich fand das Ganze hervorragend lecker. Fürs Kartoffelpü, die Kartoffeln auf dem Grill zu machen, finde ich eine sehr gute Lösung. Auch wenn man sie hinterher aus der Schale mit dem Löffel rausschaben muss. Aber es schmeckt wirklich anders. Mit dem Bacon, Zwiebeln und den Knobi da drin. Ein Gedicht. Zu viel Muskatnuss fand ich jetzt nicht. Da hast du nur Glück gehabt, dass ein Bacon ist, ja, weil der hat es gerettet. Ja, genau. Und die Baconbomb selber. War ein Traum.
war ein Gedicht, war lecker. Brauche ich gar nichts mehr sagen. Wunderbar. Dankeschön, mein Schatz. Ich hoffe, es hat dir wirklich gut gemundet. Ja, nach dem Indianer-Phrasenkram ist alles besser. Ja, Leute, dann war es das mit diesem Video und ich hoffe, dass jetzt endlich wieder ein paar mehr kommen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Und Daumen nicht vergessen. Ciao. Ja, Leute, es ist soweit. Die Bacon-Bomb. Ja, Freunde, dann wären wir soweit, dass wir dem Vieh den Popo aufreißen.